Danke schön, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, seit fast zwei Jahren gibt es in Hessen ein Gefängnis, in dem Menschen eingesperrt sind, die nichts verbrochen haben, teilweise bis zu fünf Monate. Ich bitte um Ruhe. Das Wort hat Frau Kollegin Sönmez. Bitte. Danke sehr. Menschen sind eingesperrt, obwohl sie nichts verbrochen haben, und das teilweise bis zu fünf Monate. Menschen sitzen hinter Gittern, die Abschiebung in ungewisse Zukunft vor Augen. Wir als DIE LINKE wenden uns ganz entschieden gegen das Instrument der Abschiebehaft. Flucht ist nämlich kein Verbrechen, und daher gehören Flüchtlinge auch nicht in Haft, meine Damen und Herren. Nun sagt der Herr Beuth, Sie nennen das ja normales Leben minus Freiheit. Da muss man sich doch fragen, wie zynisch ist das denn? Der Herr Beuth ist aber gar nicht da. Also ich finde das ja ziemlich zynisch, denn Freiheit ist fundamentales Element eines normalen Lebens und deshalb unerlässlich für ein normales Leben. Was soll es denn für ein normales Leben sein, wenn man eingesperrt ist und sich nicht frei bewegen kann? Ich finde es auch wichtig, dass in der Frage der Beantwortung, dass Sie in der Beantwortung unserer großen Anfrage noch einmal klarstellen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Abschiebehaft und Kriminalität gibt. Im letzten Jahr hatte der Polizeipräsident Lammel noch einen ganz gegenteiligen Eindruck erweckt. Damals sagte er, es sei nicht zu vermitteln, dass Menschen, die die Straftaten begingen, hier bleiben dürfen. Daher brauche man das Abschiebegefängnis. Mit dieser Aussage kriminalisierte er die Inhaftierten und stellte so einen nicht vorhandenen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität her, wie es in letzter Zeit leider allzu häufig getan wird, liebe Damen und Herren. Solche Stigmatisierungen schüren aber Rassismus und sollen verhindern, dass Opfer der europäischen Abschottungs- und Ausbeutungspolitik Solidarität hier in diesem Land erfahren. Doch zum Glück gibt es Menschen, die sich für die Rechte der Inhaftierten einsetzen, beispielsweise das Darmstädter Bündnis Community for All oder der Rechtsanwalt Peter Pfahlbusch, der bundesweit mehr als 1.800 Verfahren für Betroffene in Abschiebehaft geführt hat. Diesen Menschen, sehr geehrte Damen und Herren, gebührt unser Respekt, unsere Hochachtung und unser Dank. Laut Pfahlbusch war die Hälfte seiner Mandanten rechtswidrig inhaftiert. Zusammengezählt ergibt das 23.816 Tage oder rund 65 Jahre rechtswidriger Abschiebungshaft. Auch in Hessen werden Menschen immer wieder rechtswidrig ihrer Freiheit beraubt. Aus der Großen Anfrage geht hervor, dass 23 Menschen aus der Das Wort hat die Kollegin Sönmez, und ich bitte, ihr auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Danke schön. Herr Präsident, das haben Gerichte so beschlossen, dass das rechtswidrig war, sehr geehrte Damen und Herren. Ja. Aus der Großen Anfrage ergibt sich, dass 23 Menschen aus der Abschiebehaft in Darmstadt entlassen wurden, weil das Gericht festgestellt hat, dass sie rechtswidrig waren, dass sie rechtswidrig inhaftiert waren, diese Menschen. Das ist immerhin jeder 13. Mensch, der inhaftiert war, rechtswidrig. Wahrscheinlich sind auch weitere knapp 300 Inhaftierte rechtswidrig in Haft, denn nicht jeder von ihnen kann sich einen Rechtsanwalt leisten, um das vor Gericht aufzutragen. Der Rechtsschutz für Menschen in Abschiebehaft ist nämlich absolut unzureichend. Zwar sieht das Gesetz eine unabhängige Haftberatung vor, doch laut der Großen Anfrage wird diese nur acht Stunden pro Woche durch eine Sozialarbeiterin der Jugendberatung Frankfurt angeboten. Und das ist bei Weitem nicht ausreichend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie soll denn eine Person 300 Menschen innerhalb von acht Stunden betreuen?
Und wie soll eine Sozialarbeiterin aus dem Gebiet der Jugendhilfe sich um komplizierte rechtliche Belange von Abschiebehäftlingen kümmern können? Das müssten Sie mir einmal beantworten. Ich meine, das ist ein Feigenblatt und keine unabhängige Beratung. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, wenn ernst gemeint ist mit der unabhängigen Beratung für Inhaftierte. Dennoch gilt, sehr verehrte Damen und Herren, 50% der Abschiebungen sind rechtswidrig, und alle Abschiebungen sind Unrecht. Während wir durch die ganze Welt reisen und viele Privilegien genießen können, werden diese Menschen davon abgehalten, in Sicherheit zu leben und gegen ihren Willen in Länder geschickt, in denen sie nicht leben wollen und vor allem aber nicht leben können. Schauen wir uns doch einmal die Länder an, in die Hessen abschiebt. Sie schieben ab nach Nigeria, obwohl dort die Terrormiliz Boko Haram wütet, obwohl dort 500.000 Kinder an akuter Mangelernährung leidet und obwohl Erdölindustrie den Menschen im Niger-Delta durch massive Umweltzerstörung die Lebensgrundlage weggenommen hat. Sie schieben ab nach Äthiopien, trotz der dortigen willkürlichen Festnahmen, Folter, Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten. Sie schieben ab in das Bürgerkriegsland Afghanistan, obwohl es sich dabei laut Global Peace Index um das unsicherste Land der Welt handelt, sehr verehrte Damen und Herren. Und sie schieben auch innerhalb Europa ab, an die Außengrenzen der EU, aufgrund der Dublin-Verordnung. Denken Sie, können Sie das ja machen. Migranten werden zurückgeschoben nach Italien, Griechenland, über Umwege auch in die Türkei, das stimmt, obwohl die dortigen Lager völlig überfüllt sind und es keine menschenwürdigen Zustände dort mehr gibt. Erst letzte Woche starb eine junge Frau im Lager Moria in Griechenland. Sie schieben aber auch EU-Bürgerinnen ab. So saßen auch 3 Polen, 1 Rumäne und 1 Estländer in Darmstadt in Abschiebehaft. Ja, aber was ist das für eine EU, die das Zusammenwachsen der Länder Europas propagiert, bei sozialen Rechten, aber anderen EU-Bürgern die Tür vor der Nase zuschlägt und keinerlei Solidarität kennt, wenn es um Menschen in Not geht. 32,6 Millionen € soll Bau und Umbau der Abschiebehafteinrichtung kosten. Auch im Haushaltsentwurf 2020 sind wieder immense Ausgaben für den Ausbau der Abschiebehaftanstalt vorgesehen. Außerdem noch weiteres Geld für Personal. Ich meine, das ist viel Geld, das man an anderer Stelle viel, viel sinnvoller einsetzen könnte. Was wir brauchen, ist nicht der Ausbau von Abschiebehaftanstalten. Was wir brauchen, ist die Abschaffung von diesen Anstalten und vernünftigen Flüchtlingsmaßnahmen, Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Schlimme ist, dass die deutsche Flüchtlingspolitik immer repressiver wird. Gesetzesverschärfung für Gesetzesverschärfung wird durch den Bundestag gepeitscht. Zuletzt war es das Migrationspaket von Herrn Seehofer. Und Hessen setzt die darin vorgesehenen Maßnahmen prompt um, baut nicht nur den Abschiebeknast aus, sondern still und heimlich auch die Erstaufnahme zu Ankerzentren um. Frau Kollegin Schönmetz, Sie sind leider mittlerweile über der Redezeit. Das ist Wortbruch, was hier begangen wird. Und deshalb fordern wir auf, Abschiebeknäste zu schließen. Und wir fordern eine Wende in der Flüchtlingspolitik hin zu einer humanitären und solidarischen Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.